Hi, liebe Filmtours-Community, wir sind hier auf der Premiere zu 1 Million Minuten und gleich geht's ab ins Interview mit Tom Schilling. Oh, nee, alles gut. Hast du noch kurz 1, 2 Fragen oder so? Ja, gerne. Ja, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Premiere. Hast du denn den Film jetzt schon gesehen oder ist es heute das erste Mal für dich? Ich sehe den jetzt zum ersten Mal mit Ton und allem drum und dran, also mit Musik, sagen wir mal so. Und es gibt bestimmt noch ein paar Änderungen, die ich noch nicht kenne, aber ich habe ihn auch schon mal gesehen und war total begeistert. Also ist ja klar, ne? Das ist ein bisschen die eigene Geschichte, aber auch weiterentwickelt. Geht jetzt darum, wie würden vielleicht heute Familien reisen. Wir sind ja 2010 losgefahren, ist schon lange her. Meine Tochter ist jetzt 18, im Film ist sie 4 oder 5. Und nee, aber ist ganz toll. Also, ist es so ein bisschen ein Feel-Good-Movie oder wie würdest du den Film beschreiben? Nee, das nicht. Ich glaube, das ist schon... Also die Landschaften sind fantastisch, die Geschichte ist wunderschön, aber man muss zwischendurch auch arbeiten, wenn man sich vielleicht so ein bisschen wiedererkennt an einer Stelle, wo man vielleicht gar nicht so toll ist. Also ich als Mann habe da auch manchmal gesessen und habe gedacht so, okay, das ist nicht gut, was der Tom da gerade macht, sozusagen als Wolf, aber das passiert ja und da müssen wir ehrlich sein. Also die Verhandlung zwischen Mann und Frau in der modernen Partnerschaft, die wird da auch behandelt. Und die ist, glaube ich, wichtig. Das ist wichtig, das zu zeigen. Okay, das ist nicht so, das ist keine leichte Kost. Aber macht trotzdem Spaß, glaube ich. Sorry. Was ist so dein Herzensanliegen, wenn junge Familien oder generell Familien den Film gucken? Was dürfen sie damit mitnehmen? Ich hoffe, dass sie ein bisschen Sehnsucht kriegen und Fernweh und eigene Träume haben. Das muss ja nicht eine große Reise sein, aber ich hoffe, dass die versuchen, ihre Träume umzusetzen, wenn es irgendwie geht und nicht drauf warten. Und dass sie sich Zeit nehmen für sich selbst, für die Familie. Das ist wichtig, glaube ich. Kann der Film auch so ein bisschen Druck auslösen? Da, nicht jeder kann jetzt so reisen gehen oder so. Was würdest du dazu sagen? Also das ist ein Film über eine privilegierte Familie. Also wir waren damals nicht reich, aber wir konnten es irgendwie schaffen. Und klar, das kann nicht jeder machen. Das muss man auch offen sagen. Ne? Dass auch alleinerziehende Mütter kommen jetzt auch nicht auf die Idee und fahren jetzt mal irgendwie 1 Million Minuten um die Welt. Das muss man wissen, aber vielleicht fängt das bei kleinen Träumen an und in den Familien fängt es auch an mit Teilzeit, mit einer besseren Verteilung zwischen den Partnern, mit Homeoffice, mit Elternzeit, mit solchen Sachen und dann kann man ja immer noch gucken, was können wir draus machen. Okay, letzte Frage, wie kam es zum Titel? Der ist von meiner Tochter. Ich wollte ihr was vorlesen und dann hat sie gesagt, das reicht ihr nicht. Dann habe ich gesagt, 10 Minuten kriegst du noch. Dann hat sie gesagt, also das wäre ja nur wirklich lächerlich. Sie hätte gerne 1 Million Minuten. Und am Anfang habe ich noch gedacht, ja, Kinder wünschen sich ja immer irgendwas so, ne? Aber dann habe ich angefangen zu rechnen. 1 Million Minuten ist lang. Und sie hat uns das ermöglicht quasi dadurch. Also das haben wir dann auch gemacht. Wir waren 1 Million Minuten weg. Wie alt war da deine Tochter? Die war, glaube ich, 4 oder 5, als wir losgefahren sind. Mit einem 6 Monate alten Baby, der jetzt hier steht und 13,5 ist. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und alles Liebe. Danke für euch. Danke. Ist gut? Ja, also herzlich willkommen, herzliche Gratulation zur Premiere. Auf was freuen Sie sich am meisten beim Film? Bei dem Film freue ich mich jetzt einfach mal, den richtig groß auf Leinwand zu sehen. Und das ist immer noch mal was Besonderes, ihn ganz und gar im fertigen Zustand zu sehen. Da sieht man einfach genauer, was gelingt, ob irgendwas eventuell nicht gelingt, was ich nicht glaube. Aber das ist eigentlich das Schöne. Was hat Ihnen an Ihrer Rolle am meisten gefallen? Meine Rolle ist nicht sehr groß und ich glaube, dem Regisseur war wichtig, dass ich mit dieser Rolle eine gewisse Wärme und Ermutigung mitspiele. Und das ist das, was sie leistet und was sie kann, dass sie die Not in dieser jungen Familie sieht und ihren Sohn ermutigt zu sagen, mach das, es ist egal, die Karriere egal, die Kinder sind wichtig, die Zeit ist wichtig, die ihr habt. Und das spricht mir aus der Seele und das gefällt mir und das wollte ich auch gern spielen. Würden Sie das den Zuschauern auch so weitergeben, dass am Ende des Tages die Familie, die Zeit mit den Kindern am wichtigsten ist? Ja, das finde ich. Also es gibt echt Momente, wo ich im Rückblick sage, scheiße, dass ich nicht da war. Ehrlich, das ist so. Und es gibt Momente, die man bereut. Und die Arbeiten, die kommen und die gehen und die sind wichtig und die sind befriedigend.
Aber die Zeit, die man mit den Kindern hat, gerade wenn sie klein sind, die ist unaustauschbar. Und wenn sie weg ist, ist sie wirklich weg. Also insofern, wenn man sich das einteilen kann mit seinem Mann, und das ist das Wichtigste, dass man in einer Partnerschaft auf Augenhöhe das aufteilt und miteinander ist, dann ist das das Glücklichste, was man machen kann. Aber für mich, von meiner Erfahrung her, ich muss es sagen, ja, ich bereue die Momente, wo ich nicht da war. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Gerade ist es ja in aller Munde, dass Frauen auch Karriere und Kinder. Was würden Sie am Ende des Tages jungen Frauen raten? Eher zu Hause zu bleiben oder Karriere? Das kann ich so nicht sagen. Ich finde, man muss schlau sein und sich den richtigen Mann dazu aussuchen. Das finde ich echt. Und am besten Netzwerke aufbauen mit anderen Frauen. Das geht meistens gut. Und dass man sich da in diesen Momenten helfen kann. Natürlich sind es die Eltern. In meinem Fall waren es auch die Eltern, die mir da sehr mitgeholfen haben. Ja? Also ich musste da auf nichts verzichten. Aber wie gesagt, diese Momente, die noch manchmal wehtun, wie zum Beispiel bei der Einschulung nicht dabei gewesen zu sein, im Nachhinein tut es mir leid. Das ist so. Ja, super. Vielen herzlichen Dank für die Ehrlichkeit und Dank für das Interview. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Ciao. For one, two questions. So yeah, say hello. We are from Film Toast. So, Film Toast is we have some trailers and we do interviews. So yeah, and did you ever went to drama school? No. This is my first time acting. Okay, and how was it? And did you enjoy it? Did you like to do it again? I really enjoyed it. Yes, because being an actor on set is, at least for me, I didn't have a very big role. So it wasn't very demanding. It was kind of like I was on holiday. And then they would call me for 5 minutes to do a little bit of acting, and then I would just relax. So it was a very comfortable job. Okay, so you would do it again? Yes. And in that circumstance also you would do some more like acting or just a bigger role or a main role? I don't know if I'm qualified to handle a main role, but I would love to do some smaller roles. Yes. Maybe you can tell us a little bit more what you do else in your life. I'm a designer. I'm from Iceland, live in Iceland, and there we have a few different projects. We're building wheelchair ramps in Iceland, and we have a community of creative people that we host, about 300 people, and so there's a lot of different types of projects that I work on. So where do people can find you or follow you? I'm on Twitter. It's I am Haraldur, which is Haraldur. Okay, and on Instagram? I'm not really on Instagram anymore. Okay, thank you so much for your time and all the best. So enjoy your premiere. Thank you so much. Was mochtest du an deiner Rolle am meisten? Mir haben Spaß gemacht die Szenen, wo er so total verloren ist und seinen Platz nicht findet. Wo er so eifersüchtig ist auf den Rurik, wo er so Probleme hat mit seinem Vater. Eigentlich mag ich die Momente am ehesten in Figuren, die ich spiele, wo sie schwimmen und straucheln. So diese ganz ehrlichen Momente auch. Ja. Würdest du dich selber auch? Das Unperfekte, ja. Würdest du dich selber auch so beschreiben, dass du jemand bist, der manchmal so einfach nicht weiter weiß? Oder wie ist es? Ständig. Ich weiß nie so richtig weiter. Okay. Aber es geht immer weiter. Darf ich dich fragen, warum, dass du Schauspieler geworden bist? Warum? Weil, ich glaube, man wollte, dass ich Schauspieler werde. Ne? Ich wurde ein paar Mal entdeckt und irgendwann habe ich damit angefangen und dann war ich fertig mit der Schule und dann war ich... Du wolltest ja Maler werden, oder? Ich wollte Maler werden, ja. Gell, Maler. Okay. Okay, vielen Dank für deine Zeit. Okay. Alles Liebe. Okay.